Mit 3 Jahren Verspätung startet die neue Agatha Christie-Verfilmung Tod auf dem Nil in den Kinos. Die Pandemie und ein paar andere Pannen haben den Start des 120 Millionen Dollar teuren Kostüm- und Kulissenschinkens mehrfach verzögert. Inszeniert wurde das opulente Mördermysterium mit Starbesetzung, wie schon 2017 der Orient Express von Kenneth Branagh, der auch wieder die Rolle von Meisterdetektiv Hercule Poirot übernimmt. Hoffen wir, dass weitere Filme etwas schneller kommen, denn Dutzende weiterer Poirot-Fälle warten immer noch auf die Verfilmung. Ich bin Detektiv Hercule Poirot. Und ich liefere Ihnen den Mörder. Na, das ist ja schließlich auch der Job des legendären belgischen Privatdetektivs. Ich vermute, Sie haben mich nicht nur des Vergnügens wegen mit einbezogen. Sein neuester Fall führt ihn auf den Nil. Auf einem Flussdampfer wurde die stinkreiche Lynette ermordet. Ist man vermögen, ist keiner wirklich ein Freund. Wobei, so wirklich neu ist das Ganze nicht. Schließlich handelt es sich bei Tod auf dem Nil bereits um die 3. Verfilmung des gleichnamigen Romans von Agatha Christie. Jemand ist tot. Das Verbrechen ist Mord. Wieder gibt es eine bunte Schar an Verdächtigen und Poirots klassische Ermittlungsarbeit. Jetzt beschuldigen Sie mich des Mordes? Er beschuldigt jeden des Mordes. Das ist ein Problem, gebe ich zu. Das ist alles nett anzusehen und das Ensemble ist erstklassig. Finden Sie den, der das getan hat? Die Mördersuche bietet aber wenig neue Ansätze, ist aufgebläht und auf Dauer ziemlich ermüdend. Finde ich das schön. Ich nicht so. Was wollen Sie von mir hören? Eigentlich nichts mehr. Da sollte man sich lieber den Originalfilm oder noch besser das Buch zu Gemüte führen. Sie lügen mir ins Gesicht! Was? Die sind verrückt.